Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Berlin sichert Hilfe bei Flutkatastrophe zu. Grüne fordern Aufklärung bei rassistischem Polizeichat. Und kommt der Cannabisverkauf an Apotheken? Und damit hallo und herzlich willkommen bei den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 16. Juli. Berlin hat den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Hilfe zugesichert. Wie Innensenator Andreas Geisel mitteilt, habe man sich bei einer Telefonkonferenz der Innenminister auf Unterstützung verständigt. Aktuell werde noch geprüft, wo vor Ort Hilfsbedarf bestehe. Berlin könnte mit seinen Polizei- und Feuerwehrkräften sowie dem technischen Hilfswerk unterstützen. Durch anhaltende massive Regenstürme ist in Westdeutschland eine Hochwasserkatastrophe entstanden. Zahlreiche Städte und Dörfer sind überschwemmt. Nach aktuellem Stand forderte die Katastrophe bisher über 100 Menschenleben. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller sprach den Opfern und den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus. In Berlin gibt es 132 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Freitag hervor. Aus den Daten ergeben sich 755 aktuell aktive Virusfälle in der Stadt. Die drei Corona-Ampeln stehen alle auf grün. Die 7-Tage-Inzidenz in Berlin steigt aber weiter an. Aktuell liegt der Wert in der Hauptstadt bei 13,9. Berliner Ärzte sollen sich durch Absprachen Arbeitsschichten in Impfzentren erschlichen haben. Das berichtet der Spiegel mit Berufung auf interne Mails der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Schichten in den Impfzentren sind finanziell sehr attraktiv. Eigentlich sollten sie deswegen fair verteilt werden. Der Berliner Chef der Kassenärzte bestätigt die Berichte. Zwei Ärzte seien demnach identifiziert und von der Arbeit ausgeschlossen worden. Nachdem diese Woche bereits die dritte Chatgruppe mit rechtsextremen Inhalten bei der Berliner Polizei entdeckt wurde, fordern Linke und Grüne Konsequenzen. Die Grünen wollen, dass alle bisherigen Amtshandlungen der beschuldigten Polizisten zumindest stichprobenhaft überprüft werden. Die Linke fordert weitere Aufklärung, insbesondere mit Blick auf die Verbindungen zur jahrelangen rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat sich in den Streit beim Berliner Express-Lieferdienst-Startup Gorillas eingeschaltet. Wie der Minister ankündigt, wolle er am Dienstag nächster Woche mit Beschäftigten über deren Arbeitssituation sprechen. Das Startup Gorillas liefert Lebensmittel per Fahrrad in wenigen Minuten bis zur Wohnungstür. Seit einigen Wochen streiken große Teile der Fahrer wegen schlechter Arbeitsbedingungen. Berlin will ein Modellprojekt zur Freigabe von Cannabis gerichtlich durchsetzen. Das Land versucht seit Jahren, das Projekt, bei dem ausgesuchten Kunden der Kauf von Cannabis an Apotheken erlaubt werden soll, umzusetzen. Bisher scheiterte man zweimal am Veto des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Nun will die Gesundheitsverwaltung gegen die Entscheidung klagen. Die BVG hat die Umstellung auf nur noch bargeldlosen Ticketverkauf in Bussen verteidigt. Seit Montag kann man in Bussen wieder in der Vordertür einsteigen und Tickets kaufen. Allerdings nur kontaktlos mit Geldkarte oder Smartphone. Kritik kommt vom Berliner Fahrgastverband. Viele Menschen, vor allem Senioren, seien noch oft auf Scheine und Münzen angewiesen und würden durch die neue Regelung abgehängt. Und damit zu den Wetteraussichten. In der Nacht zum Samstag ziehen viele Wolken über den Himmel. Es bleibt trocken bei Tiefstemperaturen von 18 Grad. Morgen bleibt es dann weiterhin recht wolkig bei Höchsttemperaturen von bis zu 27 Grad. Örtlich kann es immer wieder zu Schauern kommen. Am Sonntag setzt sich die Sonne wieder komplett durch, der Himmel bleibt wolkenlos. Montags ist der Himmel dann wieder vermehrt bewölkt, die Sonne zeigt sich seltener bei fallenden Temperaturen. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen ein schönes Wochenende und bis Montag.